Ja, es gibt nichts, über was wir nicht berichten. Scania, ein großer Scania-LKW, ein R410, einer von 50 Stück. Und wir sind heute in Blieskastel und bei der Spedition Schöndorf. Hier ist der Peter Schöndorf. Hallo Peter, grüß dich. Hallo. Ja, du hast ganz viele LKWs, oder? Ja, etliche. Wer ist denn auf die Idee gekommen, damit anzufangen mit LKWs? Oh, das war schon mein Großvater. Und dann hat es mein Vater weitergeführt und ja, seit ein paar Jahren bin ich in Verantwortung. EDV ist das große Thema, das heißt, die Prozesse, die müssen natürlich so gut wie möglich sein. Ihr habt viele Fahrer beschäftigt? Ja, wir haben etliche Fahrer. 50 Fahrer für 50 LKWs müssen sie schon haben. Scania, das ist so das Lieblingskind von euch? Ja, hauptsächlich Scania, aber wir haben auch MAN im Portfolio. Warum die MANs, wenn Scania so toll ist? Ja, man darf nicht alles auf eine Karte setzen. Schön. So, es geht heute darum, ihr habt die Möglichkeit, nämlich live zu gucken, wie lang zum Beispiel Fahrer bereits gefahren sind. Und ihr könnt genau sehen, wo der Fahrer ist. Und ihr habt die Möglichkeit, bestimmte Daten auszulesen, die euch das Leben erleichtern. Ja, klar. Wir haben die Möglichkeit, mit unserem Yellow Fox die Daten auszulesen. Wir können direkt schauen, wo die Fahrer sind. Wir sehen genau, wann die Ankunftszeit wird sein. Und ja, wir können den Kunden gut informieren. Das ist die Hauptsache. Das Thema ist auch natürlich Datenschutz, sage ich jetzt mal. Das Ganze startet ja morgen. Das heißt, die Daten sind natürlich dem Datenschutzgesetz entsprechend analysiert. Die werden anonymisiert. Die sind entsprechend nicht mehr auszulesen von fremden Dritten. Das heißt, nur ihr habt die zugänglich und die Fahrer haben eingewilligt. Ja, genau. Super. Ja, so ein LKW, das bedeutet natürlich auch ganz große Kosten und Investitionen. Das heißt, die Fahrzeuge müssen immer rollen. Die Fahrzeuge müssen rollen. Jeder einzelne Tag hat Kosten und die müssen natürlich auch wieder reinkommen. Ja, ihr habt jetzt zufälligerweise eine Firma kennengelernt. Vor wie vielen Jahren? Boah, wie lange arbeiten wir schon zusammen? 15 Jahre? Locker. 15 Jahre. So, und die Jungs, vor 15 Jahren, ihr wart wie alt dann? Oh, vor 15 war ich circa 10. Okay, das heißt, der Vater hat es angefangen, oder wie? Genau, richtig, ja. So, ihr seid jetzt am Gang, wenn ihr euch mal kurz vorstellt. Ich bin der Julian Jung, bin einer der Techniker und zuständig hier für den Einbau und für das Ganze drumherum halt. Genau, das System, wir haben eben irgendwas gehört mit Fox und so weiter, wenn ihr das mal kurz vorstellt. Genau, das System ist also Yellow Fox, ist der Hersteller von dem System. Das ist ein deutscher Hersteller, der ausschließlich solche Telematiksysteme herstellt und stetig auch weiterentwickelt. Und eigentlich, ja, ich würde sagen, der beste Hersteller ist in dem Bereich. Gewinnt auch regelmäßig den Telematik Award und so weiter. Den Telematik Award. Okay. Genau. Das ist praktisch schon als Wettbewerb der Branche. Sozusagen, ja. Okay, das heißt, ihr habt auch entsprechend umgeschaut. Das heißt, der Peter, der hatte irgendwann mal eine Software im Einsatz, die war nicht mehr zeitgemäß? Genau, also vorher war hier ein System von TomTom im Einsatz. Und ja, das hat sich alles weiterentwickelt. Das war nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Und wegen dieser Echtzeitdaten haben wir uns dann irgendwann für Yellow Fox entschieden. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut, ja. Genau, der steckt im Prinzip im Detail der Teufel. Ihr könnt zum Beispiel auch Spesenabrechnungen machen für Fahrer, wenn die zum Beispiel in Frankreich unterwegs sind. Ja, könnten wir auch machen, auch über das System, aber muss ich gestehen, haben wir noch gar nicht angefangen damit. Aber es ist, das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ihr nutzt noch nicht alles? Nein, wir sind also seit einem Jahr dabei und es gibt immer noch Möglichkeiten, das auch noch besser zu nutzen. Aber es ist halt immer der Einstieg, dass man zumindest mal einen Grobteil schon direkt erledigt hat. Und das ist für uns das Auslesen der Karten, das einen unglaublichen Zeitaufwand immer vorher bedeutet hat. Auslesen der Karten heißt was ganz genau? Was ist da zu tun? Also Sie müssen die Fahrerkarten auslösen. Müssen immer schauen, dass alle Fahrer rechtzeitig kommen, alle 28 Tage, und sie sind auch verpflichtet, alle LKWs alle 3 Monate auszulesen, wenn sie eine Flotte haben von 50 LKWs und bei jedem. Die natürlich unterwegs sind alle. Die sind alle unterwegs und dann muss am Wochenende einer nur hierher kommen, der fast einen ganzen Tag lang nur mit 5 Sticks von einem Auto zum anderen rennt, um alles ausgelesen zu bekommen. Und das ist jetzt natürlich passé. Das ist jetzt alles automatisch, passé, braucht man nicht mehr sich drum zu kümmern, ist alles gespeichert. Ist das sehr, sehr teuer, das System, oder ist es bezahlbar? Es ist nicht billig, aber es ist bezahlbar und es vereinfacht natürlich die Prozesse und das ist das, was es auch ankommt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, euren Kunden ganz genau zu sagen, wo der Fahrer ist und wann er eintrifft. Ungefähr. Ja, genau, weil der Fahrer gibt eigentlich im Navigationssystem sein Ziel ein und mit dem Ziel ist eigentlich schon vorausberechnet, wann die Ankunftszeit ist und dann kann man den Kunden sehr genau informieren,
Man kann sagen, er ist noch 20 Kilometer und berechnet in 10 Minuten da. Super, wir schauen uns das mal ganz kurz an, gehen wir gerade rein. Alles, was man sieht, ist nämlich hier vorne im LKW nur ein System, was viele kennen, ein Garmin Navi. Das hat eine Schnittstelle, das heißt, da ist eine Blackbox im Auto verbaut. Die ist aber nicht nur in den Autos drin, die liegt auch in den Aufliegern, habt ihr die eingebaut. Ich komm mal kurz hoch, ein großer LKW. In sich. Und das ist jetzt da vorne die App, die ist jetzt installiert. Die heißt Yellow Fleet App. Genau, das ist die passende App dazu. Also alles, was man jetzt sieht, ist im Prinzip dieses, in dem Fall Garmin Navi. Man könnte auch ein TomTom Navi wählen, da ist man völlig offen. Die App ist dann die gleiche und die Funktion natürlich dann auch, ja. So, das ist wahrscheinlich da vorne integriert mit den ganzen Geräten oder was angeschlossen? Genau, das ist jetzt der Tacho, den man halt sieht. Da wird die Fahrerkarte entsprechend gesteckt, wenn der Fahrer unterwegs ist. Und diese Daten, die der Tacho dann liefert, werden dann von dieser Blackbox entsprechend ausgelesen und in Echtzeit dann ins Büro übermittelt. Okay, das heißt, die Geräte, die haben jetzt schon alle Schnittstellen und die sind mit der Blackbox dann verbunden? Genau, so ist es. So, und dann, wenn man dort drauf drückt, ist da was zu sehen? Kann man jetzt schon was sehen? Ja gut, man kann jetzt hier zum Beispiel Nachrichten schreiben, das heißt, die Kommunikation wird etwas vereinfacht. Ne? Hier okay. Ist jetzt zum Beispiel eine Nachricht oder halt man könnte hier jetzt auch Aufträge hinterlegen, das heißt vom Büro, vom Disponenten werden jetzt Aufträge verteilt. Achso, das wird direkt ins Navi eingegeben und der muss nur auf den Knopf drücken, ist dann da? Genau, also er gibt das am PC ein und er ruft sich dann hier die Aufträge ab und kann die dann nacheinander abarbeiten, ne? Und okay. Dann auf erledigt setzen und dann kriegen die das mit. Ja. Und ist natürlich auch die Zeitenabrechnung ist mit drin, die Arbeitszeit, alles. Das werden wir uns gleich mal angucken drin. Und ja, im Prinzip eine ganz einfache Lösung, intuitiv bedienbar. Ist das einfach für die Leute? Das ist sehr einfach, ne? Also ich denke, so ein Navi kann ja zwischenzeitlich eigentlich jeder oder beherrscht jeder. Mhm. Von daher funktioniert, ja. Super, vielen Dank erstmal. Wir schauen uns gleich mal innen an, wie das Ganze funktioniert. 50 LKWs, wir sind bei der Spedition Schöndorf in Blieskastel. Bis gleich. Ja, das Ganze hat natürlich auch ein System, ein Frontend, so nennt man es in der EDV. Das heißt, man kann sich einloggen in das Backend dann über ein Passwort und ist dann verbunden praktisch mit allen LKWs über das Telemetriesystem. Genau, also das ist jetzt in dem Fall hier webbasiert, das heißt, man kann das auch von jedem PC aus machen oder auch der Welt. Genau, von zu Hause aus ist alles kein Problem und hat halt hier dann direkt eine Übersicht, wo sind meine Fahrzeuge unterwegs, ne? Mit entsprechend. So, jetzt werden wir mal alles natürlich anonymisieren. Da sind die Kollegen, die werden das jetzt mal gerade machen, dass wir mal die Fahrzeuge sehen. Das heißt, ihr habt die jetzt in ganz Deutschland unterwegs? Ja, klar. Also in Deutschland und auch Frankreich, Belgien, Luxemburg. Hin und wieder mal in der Lande. Genau, wenn du mal so lieb bist, einfach mal rein vergrößerst mal da oben. Jetzt stehen zwei Stück in der Nähe von Hannover als Beispiel. Das heißt, man fährt einfach drüber, hat dann direkt eine Übersicht. Draufklicken. Ich kann draufklicken und kann dann mir Informationen zu dem Fahrzeug holen. Krass, das heißt, man sieht jetzt den Fahrer da. Ich halte mal ein bisschen still, dass die Kollegen schön pixeln können. Und da unten ist jetzt der Schichtverlauf. Das heißt, ich kann genau sehen, grünes Fahren. Genau, ich sehe eigentlich, was im Moment ist. Er hat die Zündung an, deshalb ist der Balken, der Punkt grün. Am Balken sehe ich, wie viel Fahrzeit er heute schon hinter sich gebracht hat. Er hat 7,5 Stunden schon gelenkt. Und ich sehe auch, wann er Pausen gemacht hat und wie es eigentlich weitergeht. Ich kann auch in Doppelwochen gucken und kriege noch. Es ist das Thema Stress natürlich bei den Speditionen. Es wird ja auch behauptet, die Spediteure, die drängen die Fahrer, möglichst die Zeiten zu überschreiten. Das klingt ja alles nicht so. Also das heißt, ihr wollt natürlich, dass die Fahrer absolut konform arbeiten, oder? Ja klar, also wir haben auch sehr viel mit Frankreich zu tun, in Deutschland. Die Gesetze gelten überall. Wir müssen uns einfach an die Regeln halten und den Fahrer auch darauf hinweisen und zu schulen. Und die Gesetze, die dafür gelten, sind nicht sehr einfach. Das ist immer wieder Erklärungsbedarf, auch immer wieder Schulungsbedarf, weil es gibt immer wieder neue Fahrer und die Einzelheiten sind sehr im Detail. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit zu sehen, wo der Fahrer die Pause gemacht hat? Ja klar, wir können auch einen Tagesverlauf uns anschauen, wir können sehen, wo er gestanden hat und was auch passiert ist. Wenn jetzt die Ladung entsprechend gelöscht wurde, ist das auch zu sehen? Man könnte noch Mitteilungen machen, aber im Grunde, wenn ich weiß, dass er beim Kunde angekommen ist, dann weiß ich auch, wenn er wieder wegfährt, ist er wieder leer.
Okay, das heißt also, es gibt auch die Möglichkeit jetzt wieder bei der Post oder bei DHL, dass die dann auch so eine Unterschrift leisten würden. Die würde dann auch mit einfließen. Theoretisch geht alles. Das ist eigentlich unsere Zukunftsmusik, wo wir noch hin möchten. Sind wir noch nicht ganz dort, aber natürlich einen Schritt nach dem anderen. So, wenn jetzt der LKW, ist jetzt irgendwas auf der Karte, wenn du nochmal kurz zurückgehst? Das wird das nochmal sehen. Ja, genau. Gehen wir nochmal auf die Karte. Würdest du irgendwas sehen, was außergewöhnlich ist? Oder ist es deine Aufgabe, das dann zu prüfen? Das heißt, wenn ein LKW jetzt länger steht als erwartet, oder? Ja, also je nachdem, was Sache ist, kann ich genau nachschauen, hat er seine Zeiten voll, schafft das noch bis zum Kunde oder kriege ich ein Problem? Ist die Wegstrecke auch zu sehen auf Wunsch? Ja, die Wegstrecke ist auch zu sehen auf Wunsch. Also ich kann auch gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf einen LKW gehe und sage, ups, wo ist der Positionsverlauf? Also so sehe ich zum Beispiel Positionen, wo war er gewesen, wann hat er was gemacht. Ich kriege eine Positionsmeldung alle eine Minute, also von daher kann ich schon viel sehen. Ja, das ganze Thema hat natürlich auch eine hohe Intelligenz mit drin. Man kann einstellen, mit welchen Parametern die Fahrtdaten übertragen werden. Wenn du mal kurz zu mir kommst, dann sieht man jetzt hier eine Strecke. Das heißt, dort sind verschiedene LKWs. Hier sieht man jetzt einen LKW, nämlich den Homburg H1498. Und der ist jetzt gestartet. Genau, sind jetzt die Wegpunkte von den letzten 24 Stunden. Also das ist jetzt die Strecke, die er in dem Zeitraum zurückgelegt hat. Und in dem Fall ist das jetzt als intelligente Ortung eingestellt. Das heißt, bei einer Kurve, die mehr als 15 Grad hat oder alle Minute, wird dann hier ein neuer Punkt gesetzt. Okay, klasse. Das heißt, jedes Mal, wenn es hier zuckt, gibt es auch ein Update? Genau, das sieht man hier unten. Die Karte wird aktualisiert in jetzt noch 37 Sekunden. Krass, das heißt, da gibt es einen Refresh und dann ist die Karte neu. Genau. Relativ simpel. Man kann auch nah rangehen. Das hat natürlich schon, ich meine, wenn da Werte 50 Stück an LKWs, da sind einige Werte draußen, ne? Ja, klar. Also die sind alle immer im Einsatz. Man muss halt schauen, passiert bei irgendjemandem was Besonderes oder man kann auch schauen, steht jemand im Stau, was ist die Lösung dafür? Wie kann man eigentlich irgendjemandem, der vor Ort ein Problem hat, weiterhelfen? Okay, das heißt, ihr habt jetzt auch einen Monitor bei den entsprechenden Leuten, die sich darum bekümmert, wie so eine Einsatzzentrale wie im Space Shuttle, oder? Nee, ganz so brutal ist es noch nicht. Nein, wir sind eigentlich immer mit unseren Programmen am Arbeiten und schauen dann halt immer zwischendrin, wie das ist. Ja, genau. Ansonsten melden sich auch die Fahrer natürlich von unterwegs. Ja, genau. Also die ganze Kommunikation findet auch viel über einfach Botschaften statt. Und das soll in Zukunft natürlich auch noch weiter automatisiert werden über das Programm. Sicherheit ist ein großes Thema. Fühlt man sich wohl mit dem System, dass man alles so überblicken kann? Ja, also man hat einen guten Überblick, was Sache war. Man kann auch nachforschen, wenn irgendwas vorgekommen ist, was war da tatsächlich los vor Ort, bis wohin war der LKW gekommen, was war eigentlich los. Jetzt sind ja so die Spezialisten, die bei euch arbeiten. Ich meine, die haben ja schon viel gesehen und wenn jetzt so ein neues System kommt in der Einführung, da sind die natürlich glücklich, oder? Wenn so ein neues System mit Software und Bedienung und so weiter, ist jeder Anfang schwer? Ja, muss man schon sagen. Aber sagen wir mal, auch der Einstieg in die Telematik war für uns damals total überraschend. Wir hatten einen älteren Herrn, der leider nicht mehr im Unternehmen ist, aber er war nicht begeistert von Computern. Aber als er dann erstmals sehen konnte, dass er die Autos nachverfolgen konnte, war Feuer und Flamme. Also, und es ist auch recht einfach zu bedienen, ne? Ja, es ist einfach. Hat auch einen Vorteil, dass es natürlich alles jetzt basiert ist im Browser. Ihr habt keine eigenen Server, die ihr irgendwie hosten müsst. Ihr müsst euch um das Thema Datenschutz, das übernimmt denn der Dienstleister wahrscheinlich per Kontrakt. Ja, genau. Also die Fahrerdaten, die wir speichern müssen, sind bei Ihnen auf dem Server. Wenn ich noch zusätzliche Daten habe, kann ich den auch noch zusätzlich einlesen lassen. Aber und einfach hochladen. Es gibt von euch also so eine Art Spedition, wie ihr die macht, gibt es viele hier im Saarland oder im Südwesten? Ja, es gibt etliche Speditionen, ja. Man kennt sich untereinander? Ja, man kennt sich untereinander. Sehr schön. Du darfst ein bisschen Werbung machen, ja, denn die Jungs haben gute Arbeit geleistet. Wenn du dich nochmal kurz vorstellst. Ja, ich bin der Fabian Jung von der Firma Comline und ich bin 29 Jahre alt und bei uns zuständig eigentlich für Vertrieb, Beratung und Kundenbetreuung. Du machst das jetzt, das System schon wie lange bei Yellow Fox? Bei Yellow Fox selbst mache ich jetzt ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Und ihr habt das jetzt schon bei mehreren Kunden im Einsatz? Ja, klar. Super. Und du bist derjenige, der dann reinkrabbelt in die LKWs, aber du bist ja nicht allein, oder? Nee, ich bin einer von den Technikern und ja, wie gesagt, bin zuständig für den Einbau
und auch für die Schulung von den Mitarbeitern, für das Portal und solche Sachen. Und ja. Das heißt, im Prinzip ist das Aufeinander verlassen ist natürlich extrem wichtig für euch. Das heißt, die LKWs müssen rollen, ihr braucht einen Partner, der, wenn es irgendwo mal hakt mit dem Telemetriesystem, dann auch schnell kommt, oder? Ja klar, also wenn dann irgendwo mal, was natürlich auch vorkommen kann, ein Kabel locker wird oder sowas, dann brauche ich schnell Hilfe, damit ich auch weiterhin auf meinen Service setzen kann. Wie oft gibt es bei euch denn neue LKWs und werden die entsprechend eingeweiht, wie jetzt ein Schiff, ja, mit Champagner? Nein, mit Champagner werden die nicht eingeweiht. Es gibt aber ungefähr alle 4 Jahre einen neuen LKW. Okay, das heißt, die kriegen dann natürlich auch einen Anruf. Ist es im Prinzip bei 50 LKWs, ist jeden Monat gibt es einen neuen? Ja, es wird eigentlich dann pro Jahr werden dann halt wieder 10, 12 ersetzt. Okay, das heißt, ihr ruft dann an bei denen und die kommen schnell? Ja, genau. Es ist dann eigentlich auch klar, dann und dann kommen wieder 3, 4 neue Fahrzeuge und dann nehmen sich ein Wochenende Zeit und dann wird ausgebaut, aus dem Alten eingebaut in das Neue. Okay, das heißt, ihr habt viel Spaß am Wochenende immer? Oft, ja. Okay, das heißt, ihr seid auch für die Kunden da, ihr seid zuverlässig. So, ich frage aber die Frage aller Fragen. Ich meine, ihr könnt ja jetzt sagen, dass ihr toll seid, aber du würdest jederzeit nochmal mit denen arbeiten in Comline? Gut, ihr seid jetzt seit 15 Jahren zusammen. Ja, klar. Also die Zusammenarbeit klappt und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Ja, die Fragen aller Fragen, die Kosten, das interessiert natürlich den Unternehmer unglaublich. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, das amortisiert sich von selber, das System? Ja klar, weil ich halt weniger Aufwand habe im Backstage-Bereich, wo ich sozusagen gucken muss, wie speichere ich meine Daten, wen schicke ich samstags hin, dass er die Autos ausliest, Überprüfungen und wie oft passiert dann was, wo dann einer übersehen wurde und man hatte dann hinterher mehr Ärger, als man bezahlen kann. Das heißt aber auch, es liegt so um die 1 Euro pro Tag, kann man sagen, pro Fahrzeug und die Auflieger sind ein bisschen billiger? Ja, mit der Ordnung kann man dann so aussehen. Also 32 Euro circa für das jene Fahrzeug und ja, so 13 Euro für den Auflieger. Wenn das System jetzt morgen nicht mehr da wäre, die Telemetrie, nicht gut? Nee, das wäre nicht gut. Dann müsste ich mich sofort nach was anderem umschauen. Ja. Aber man ist heute immer live dabei. Super. Yellow Fox im Einsatz mit der Firma Comline. Comline aus Blieskastel und der Spedition Schöndorf. Schöndorf. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank. Fabian. Fabian und du bist der Julian. Ich lerne das nie. Fabian, Julian und der Peter. Alle aus Blieskastel. Das liegt übrigens im Saarland. Ja, ist wunderschön. Kommt mal vorbei. Und der Ausblick, den will ich euch dann auch nicht ersparen. Das ist der Blick, den der Chef hier aus Blieskastel aus dem Fenster hat. Man fährt hier gerne Fahrrad, gell? Ja, sicher. Danke. Tschüss.